Hey, yo, Freunde, euer Mr. Druid mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch, Brüsterchen. Oh, das Wetter ist so göttlich. Ein Hobby-Schrauber. Freundliches Wetter, würde ich sagen. Wir haben circa gefühlte 18 Grad so die Ecke. Sonne ballert. Und ja, Freunde, nochmal zu dem Geheimnis mit dem Kangoo. Es hatten viele, viele gedacht, eine Kiste Bier oder sowas, ne? Nein, ich habe hierfür 300 Euro bezahlt, also 300 Euro für den Kangoo. Und der hat, wie gesagt, eine Schiebetür. Ist wirklich ein feines Gefährt. Viel Platz, ein kleines Raumwunder. Viele werden es kennen. Und das ist ja unser Auto, der Ford, den wir halt fertig machen werden und wo wir dann den Erlös sozusagen einer Stiftung spenden, wo ich unbedingt mal hingehen möchte. Ja, und worum geht es heute in dem Video? Heute geht es um den Twingo wieder. Wie gestern in dem Video versprochen. Und zwar machen wir heute das Radlager. Auf der Seite ist das Radlager in Ordnung, aber wir machen beide Seiten neu. Und ja, zu dem Thema Bremsen. Das Bremsenbild hatten ja einige geschrieben, sei nicht so gut hier. Freunde, der stand lange. Der stand lange und dadurch ist natürlich Flugrost auf der Scheibe. Die Scheibe selber, wenn ich mit dem Finger drüber gehe, ist schön gerade. Also wir haben keine Riefenbildung oder so durch verschlissene Bremsbelege. Die Bremsen wurden gemacht zuletzt im Oktober 2016. Ist ja eigentlich noch im Rahmen von der Zeit her. Also wir werden den auf jeden Fall noch ein bisschen fahren, weil die Bremsbärte, also das Gefühl, das Bremsverhalten ist wunderbar. Und deswegen lassen wir das noch. Sonst hätte ich es mitbestellt. Meint ihr, ich spare jetzt an 50 Euro da? Nein. Deswegen, also hier die Bremsen noch ein bisschen piano. Vielleicht zum Ende des Jahres, wenn wir den TÜV machen, dann machen wir doch nochmal die Bremsen. Mal gucken. Ja, heute Radlager, wie gesagt. Das Thema hatten wir ja gestern. Heute werden wir das alles wechseln. Ich habe schon soweit alles zurechtgelegt und ich muss nochmal hier ein Lob aussprechen an die Leute, die mich verteidigen. Verteidigen im Sinne von, also die in der Community versuchen hier den allen Pessimisten und Schlechtrednern und Freunde, ich sag's nochmal, an mir prallt das ab. Also wenn da, wisst ihr, es kommen täglich so viele Abonnenten dazu. Die würden ja nicht kommen, wenn ich hier, weiß ich nicht. Ich habe immer schon gesagt, konstruktive Kritik, her damit. So wie mit der Batterie jetzt letztens. Das war so perfekt. Da habe ich wieder was richtig Tolles dazugelernt. Und so solltet ihr den Gedankengang mal jetzt vervollständigen. Wir lernen während der Arbeit. Learning by doing. Das kommt ja nicht von ohne. Vor allen Dingen im IT-Bereich, wo ich bin, lernt man durch Erforschen, man muss mal was probieren. Gut, da geht es überwiegend um Software, da kann man mal, was weiß ich, etwas wieder auf Werkseinstellung oder so zurücksetzen. Hier bei einem Auto ist es natürlich ein bisschen anders, klar, deswegen sollte man da mit Obhut rangehen und immer sich mal ein bisschen vorher schlau lesen im Netz, ne, sich mal die ein oder anderen ja, Standbeine sich aneignen, so dass man hier nicht irgendwie was Gefährliches vonstatten macht, dass der Motor kaputt geht oder irgendwelche Bremsen nicht mehr funktionieren. Das ist eine ganz offensichtliche Sache. Also das Fundament sollte schon da sein. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, ach so, jetzt haben jetzt auch einige gesagt, warum hast du die Schraube da gewechselt hier, ne? Am Aktschenkel. Die Schraube war ein bisschen zu kurz und wo ich dann, also die letzten Gewindegänge waren kaputt und da habe ich mir gedacht, bevor ich den jetzt richtig anballer, tausche ich die Schraube. Ich würde sagen, wir fangen an, Freunde, und wechseln hier mal das Radlager. Bis gleich. Oh, so schön bei dem Wetter im Sitzen. Oh. Also für Arbeiten an den Rädern ist die Hebebühne, boah, besser geht's nicht. So. Eieieiei, wie sieht denn die Trommelbremse hier aus? Die sieht ja wirklich, die ist aber richtig abgelutscht. Heidewitzka. Die hat aber schon richtig an Rost hier. Wir müssen jetzt als allererstes hier um an unser Radlager zu kommen, diese Kappe abnehmen. Ja, das ist eine Kappe. Mal gucken, ob wir die abkriegen. Das sieht schon mal gut aus. Kommt schön gleichmäßig von allen Richtungen. Da ist er. So, die Kappe. Schaut mal, wie krass das ist, ne? Wie die vergammeln. Von innen wie neu. Naja.
So, dann haben wir hier unsere Zentralmutter. Und dahinter befindet sich auch unser Lager, was wir nachher rauspressen müssen. Ne, unser Radlager. So, ich packe euch mal so hin. Oh, wollen wir mal kicken. Was haben wir da für eine Nuss? Habe ich hier überhaupt so eine große? Doch, bestimmt, oder? Ist das 32 oder noch kleiner? Ne, kleiner. Dann haben wir eine 30er. Oh, mal gucken, ob unser Schlagschrauber hier, Druckluftschlagschrauber Stufe 3, stelle ich mal ein. Dann haben wir 1100 Newton Lösedrehmoment. Tja, was soll ich dazu sagen? Easy, easy. Die Mutter ist auch... Vielleicht wird mal auf der Seite das Ding getauscht. Aber egal, jetzt haben wir beide neu. Jetzt werden wir mit einer Zange... Ne, ist jetzt keine Spezial-Springring-Zange, aber sie funktioniert auch schon. Und nehmt euch am besten noch einen Schraubendreher dabei. Und zwar sieht das ja so aus. Da drin befindet sich unser Radlager. Ich hoffe, es blendet nicht zu arg. Und hier haben wir unseren Ring, der sozusagen das Rauskommen des Radlagers dadurch nochmal verhindert. Ich meine, wir haben zwar die Zentralmutter, aber trotzdem ist das nochmal so ein i-Tüpfelchen. Und die müssen wir natürlich zusammendrücken und dann am besten mit einem Schraubendreher ein bisschen hebeln. Ich guck mal, dass ich das irgendwie hinkriege, so dass ihr das auch sehen könnt. So. Also man drückt. Ich habe keine Ahnung, ob ihr was seht, aber ich habe keinen Kameramann. So, versuche ich jetzt mal mit der zweiten Zange den Ring ein bisschen zu mir zu ziehen, so dass er schon mal aus seiner Führung ist, so wie jetzt. Und jetzt kann ich nämlich hier ein bisschen mit Hebeln den Ring rausnehmen. Man muss halt nur der erste Moment, wo man den Ring aus der Fassung holt, der ist ein bisschen tricky, aber das soll's gewesen sein. Diese Ringe sind auch meistens im Set dabei. So, und jetzt sehen wir hier, dass zwischen uns und dem Radlager nichts mehr im Wege ist. Und jetzt könnten wir das theoretisch zu uns ziehen. Aber das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gehen, weil das Ganze festgegammelt ist. Ne, da können wir uns nochmal behelfen, indem wir ein bisschen mit dem Schraubendreher hier hebeln. Tja, ich werde mal ein bisschen rumkloppen und hole den raus. Also es muss jetzt einfach nur nach vorne sozusagen. Bis gleich. Freunde, nach ein paar Hebelaktionen hier mit meinem Hebelwerkzeug kommt er jetzt endlich. Da ist das schon gut vergammelt hier. Und jetzt sehen wir auch, ich habe auch hier die beiden Schrauben drauf gemacht, damit ich ein bisschen ziehen kann und wippen kann. So, und jetzt haben wir ihn schon draußen. So, wie sieht die Trommelbremse von innen aus? Ja, von innen, so wie es auch sein soll, von innen sieht die noch gut aus. Das ist halt dieser Gammel außenrum. Und jetzt gucken wir uns aber auch die Belege von dem Bremsbacken. Wo ist denn jetzt mein Schraubendreher hin? Also, das ist überwiegend hier Gammel. Hier, der Radbremszylinder ist auch noch dicht. Einfach nur, aber die Belege, das ist alles noch im Rahmen. Ehrlich. Sieht wüst aus. Klar, Rost. Ich glaube, das machen wir einfach sauber und dann ist gut. Ja. Ne? Also, ich will da jetzt nichts machen. Die Belege, guckt euch das mal an, wie schön gerade die sind. Keine Riefen, gar nichts. Und die Trommelbremse von außen gammeln die, die sehen nach 2 Jahren schon so aus. Der Deckel hier. Und von innen auch. Keine Riefenbildung. Wir machen den mal ein bisschen sauber. Und dann sieht das wieder gut aus. Da auch schön sauber machen mit Druckluft. Ein bisschen die ganzen Auflageflächen natürlich einfetten. Damit hier die Backen sich schön bewegen können. Auch hier der Spanner ist noch auf einem ganz niedrigen Niveau. Ne, der Spanner hier, der regelt das nämlich. Ne, hier der Kollege. Sobald die Belege dünner werden, rückt hier
das ganze System nach, sodass die Belege immer schön auf der Trommel, auf der inneren Seite, schön aufliegt. Und der ist auch noch auf einem kleinen Niveau. Da haben wir auch noch Reserven. Also ich würde sagen, wir machen das sauber und dann ist gut. Ne? Nur weil es alt aussieht, muss es nicht schlecht laufen. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, jetzt müssen wir dieses Radlager natürlich rauspressen. Und ja, dazu gehen wir mal an meine Presse. Bis gleich. So Freunde, jetzt werden wir die ganze Sache mal rauspressen. Ich habe die tiefste Einstellung hier genommen von meiner Pressanlage, weil wir werden heute mit Attila arbeiten. Das passt nämlich genau da rein, um das Radlager rauszupressen. Perfekt. Und ich wollte euch nochmal zeigen, das ist hier das Set von Wacke. Auf jeden Fall haben wir hier ein neues Radlager. Kann man sich ja auch nochmal dran orientieren, ob es passt, bevor man das rauspresst. Ja, das sieht super aus. So. Dann haben wir in dem Set mit dabei einen neuen Springring. Dann haben wir dabei eine neue Kappe. Und zu guter Letzt eine neue Zentrierschraube. Mutter. So. Auch mit einem Ring vom Rausdrehen gesichert sozusagen. Ja, dann würde ich sagen, pressen wir das Ganze mal raus mit Attila. Wir pressen es so raus. Übrigens, nicht wundern, ich habe schon mal den Rost entfernt. Guckt euch mal an, wie geil das aussieht, wenn der Rost weg ist. Man denkt, das Ding ist total schaden, aber das ist halt der Rost, ne? Der wächst wie, was weiß ich was. Aber werdet ihr nachher nochmal sehen, wenn das Ganze eingebaut ist. Es hat 5 Minuten gedauert und dann sah es so aus, wie es jetzt aussieht. So, wir haben ja hier unsere Presse, 12 Tonnen übrigens. Hatte ich ja, wo ist meine Stange da? So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir packen das eine Ende natürlich hier drauf. Achso, wir pressen es natürlich so raus, wie wir auch den Ring entfernt haben, ne? Auf der anderen Seite ist nämlich eine Lippe, da kann es nicht rausgepresst werden. Also von so nach unten hin raus. Oder wenn im eingebauten Zustand würde man sagen, nach vorne hin. So, dann packen wir das hier drauf. Hier eine Platte. Und drücken. Klick, klack, das hört sich schon mal gut an. Das lag daneben, alles gut. Und dann dürfte es gleich Kling Klong machen, weil... Sieht man jetzt hier mein Loch in der Hose? Das ist so ätzend. Ich habe da ein Loch. Ja, das fühlt sich sehr gut an. Goodie, goodie. Wird auch immer leichter jetzt gerade. Das Rohr ist aber auch wirklich perfekt. Attila ist genau auf dem Rand, wo das Radlager ist. So, das war's auch schon. Dann können wir das Ganze hier mal ein bisschen wieder entlasten. So, Platte ab, Attila ab und da ist unser Radlager. Ne? Jetzt können wir auch noch mal schauen, ob es wirklich identisch ist. So, ja, das sieht sehr gut aus. Ja, der auf der rechten, also hinten rechts, die Seite hatte eigentlich kein Spiel. Ne, ich spüre auch hier nichts. Ist auch wirklich schwergängig. Ich glaube sogar, das wurde mal zwischenzeitlich getauscht. Das sieht nämlich noch sehr gut aus. Auf der anderen Seite spürt man richtig Spiel. Oh, hier geht es natürlich noch schwerer. Und hier spüre ich auch kein Spiel. So, zum Rauspressen haben wir ja Attila genommen. Zum Reinpressen nehmen wir dann lieber eine Nuss, die direkt auf diesem Metallrand aufliegt. Ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen angenehmer. So, dann werden wir das Ganze wieder ein bisschen runterpumpen. Nehmen wieder hier eine große gerade Auffläche. So, das sieht gut aus. So, liegt der schön auf, so dass er zentral drückt. Ja, das fühlt sich gut an. Dann nehmen wir den Hebel und pressen das Ganze rein. Schön langsam, damit man im Notfall, wenn man was spürt, hier reagieren kann. So, jetzt breche ich das Ganze nochmal ab, weil
Die Nuss versinkt irgendwann so tief unten, dass ich nicht mehr dran komme. Deswegen nehme ich jetzt schon mal eine Verlängerung. Werde das Ganze jetzt wieder nochmal runterfahren. Perfekt. Und jetzt kann ich bis zum Anschlag drücken und fertig. So, und jetzt spüre ich einen markanten Widerstand. Ja, und das war es jetzt auch schon. Nicht zu viel drücken, sonst geht noch irgendwas kaputt. So. Und unser Radlager ist nun eingepresst und eingebaut. Und jetzt sehe ich auch schön den Rand, wo unser Springring wieder reinkommt. Das ist für uns die Bestätigung. Ah, ich bin genau am Anschlag. Perfekt. Und wenn ich es umdrehe, dann sehe ich auch hier, dieser Rand liegt mit dem Rand von unserem Lager genau auf. Das ist perfekt und so muss es auch sein. Bauen wir das Teil wieder ein. Jetzt werde ich hier die Trommelbremse von innen reinigen. Also wie gesagt, die Bremsbacken sind noch vom Belag her okay. Also ein Jahr lang würde ich noch warten und dann kann man sie beruhigt tauschen. Ich habe hier eine kleine und eine große Messingbürste, aber passt auf, wenn ihr mit so etwas dran arbeitet, dass ihr nicht die Manschetten von unserem Radbremszylinder beschädigt. Und ich habe hier auch noch Bremsenreiniger, Druckluft und natürlich Fett, damit ich hier die Auflagefläche, die Flächen, wo die Backen arbeiten bzw. sich bewegen, diese natürlich wieder einfetten, nachdem wir Bremsenreiniger verwendet haben. Ja, ich würde sagen, genießt die Musik, ich mache mal eben sauber. Bis gleich. Reinigung soweit durch. Viel ging schon durch die Druckluft weg. Das ist also wirklich so leicht haftender Rostansatz. Und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Passt bitte auf, wenn ihr mit Fett arbeitet, dass ihr natürlich hier nicht die Stellen erwischt, die die Bremswirkung hier erzeugen. Diese Bremsbacken dürfen nicht mit Fett in Kontakt kommen. Ich habe hier die Auflageflächen, wo unser Radbremszylinder auf die Backen drückt, natürlich eingeschmiert, sodass hier die Schmierung, wenn der Zylinder rausfährt und auf die Bremsbacken drückt, dass hier einfach alles soweit geschmiert ist, genauso wie auf der linken Seite. Dann habe ich hier die Feder, unseren Nachspanner, der im Falle dessen, dass unsere Backen vom Verschleiß her abgenutzt werden, dass diese dann nachgestellt werden, dass wir wirklich bis zum Schluss bremsen können mit der Handbremse und auch mit dem Gas, also wir haben ja eine leichte Bremswirkung hinten natürlich auch mit dem Fußpedal, aber die meiste wird hier mit der Handbremse erzeugt. So, ich glaube mit dem Fußpedal ungefähr 30-40% hinten. So, dann haben wir hier dieser Arm hier vorne ist der Arm, der von unserer Handbremse aus betätigt wird, wenn wir die Handbremse anziehen. Dort ist ein Seilzug drin, dann zieht der hier diesen Arm nach vorne und erzeugt somit auch einen Druck hier oben, sodass wir hier dann im Stand bremsen können. Ja, dann haben wir hier drinnen, das sieht man wirklich sehr schlecht, Auflageflächen, wo natürlich die Backen auf der Trommelinneren Seite aufliegen und dann auch sich natürlich bewegen. Sie reiben sozusagen auf dem Metall und da natürlich auch ein bisschen Fett hin, sodass hier wieder alles super ist. Ich finde persönlich, es sieht relativ bräunlich aus, also ein, ich sage jetzt mal, gesunder brauner Belag, aber hier ist noch soweit alles intakt. Und jetzt machen wir hier die Narbe ein bisschen sauber, weil wir nun unsere Radnarbe draufsetzen. So, das sieht super aus. Ein leichter Film, Schmierfilm drauf. Oh, ich muss den Akku tauschen, sehe ich gerade. Oh, hält das noch ein bisschen?
So, jetzt setzen wir die neue drauf. Und Freunde, dazu nochmal, schaut euch an, wie die aussieht. Hätte man nicht gedacht am Anfang, ne? Passt natürlich auf, ich habe hier, war ein leichter, eine Rostkante. Versucht jetzt hier nicht auf dem Dingens rumzuschmiergeln, weil wir haben ja natürlich unser Rad, was aufliegt. Und wenn jetzt halt hier uneben ist, dann ist das natürlich schlecht. Dieser Rand hier oben, circa 1 cm, wird gar nicht, also dient gar nicht als Auflagefläche. Deswegen habe ich da auch ein bisschen rumgehantiert mit der Drahtbürste und allem. Ja, dann setzen wir den Kollegen hier drauf. Jetzt haben wir natürlich die Bremsbacken, die hier von innen ein bisschen gegendrücken. So, das war's. Ja. Dass jetzt hier so ein Geräusch ist, liegt natürlich daran, dass wir durch das Rumfallen, hat sich ein bisschen Rost auch gelöst. Das wird sich mit der Zeit geben, weil das Gute bei Trommelbremsen ist auch, ihr habt hier, wenn ihr mal so den Rand beobachtet, ne? Der ist ja eigentlich relativ bündig. Aber wenn man hier unten guckt, sieht man so eine Nische. Diese Nische dient dazu, dass wenn Wasser drin ist, Sachen sich lösen etc., dann können die hier nämlich rausfallen. Das ist nämlich direkt der Zugang dazu, von innen her, dass dort Wasser und so, wenn sich das sammelt, oder auch Öl, ne, wenn Öl dort im Spiel ist, so dass das Öl, also wenn der Zylinder kaputt wäre, dass nicht die Backen voll mit Öl sich vollschmieren, sondern das Öl dann unten, also hier unten dann ablaufen kann, dann hat man immer noch eine gewisse Bremsleistung, obwohl der Zylinder kaputt ist. Und sonst würde sich das Öl natürlich in der Trommel sammeln und mit jeder Drehung alles natürlich verseuchen. Passiert in der Regel sowieso, aber so hat wenigstens hier Wasser und alles seinen Ablauf. Ja, an dieser Stelle sind wir auch schon fast fertig. Wir machen jetzt den neuen Sprengring drauf. Ne, diesen Rand, den markanten, habt ihr ja gesehen. Der ist, also diese Kuhle, wo unser Ring sich verkantet. So, und das Einbauen, keine Richtungsangabe, nichts. Einfach rein und gucken, dass hier die ganze Geschichte, ne, wir drücken den so zusammen. Oder auch nicht. Na komm. So, drücken den zusammen, führen den ein, pap, beep, fertig. Das geht wirklich, das Ausbauen geht in der Regel ganz einfach. So, und schon ist er drin. Ihr seht, er ist schön in der Kante versunken. Das heißt, wir haben hier alles richtig gemacht, die neue. Die ziehe ich erstmal mit Druckluft an bis zum Ultimo. Der ist sowieso nur 100 und dann muss ich gleich mal googeln, wie viel Newton wir hier brauchen. Ich habe es nicht im Kopf. Ja. Dann haben wir noch unseren neuen Deckel, aber ich glaube, ich muss mal eben den Akku tauschen. Bis gleich, Freunde. Ja, ich habe ein bisschen nachgelesen. Irgendwie streiten sich auch ein bisschen die Geister. Wir nehmen auf jeden Fall hier 180 Newtonmeter. Das ist meiner Meinung nach am optimalsten für das kleine Ding. Und ja, ziehen wir das Ganze erstmal mit unserem Druckluft vor. Der müsste so 100, 110 Newton drauf machen. So. Und machen dann den Rest mit unserem Drehmomentschlüssel. So, nachdem wir unsere Schraube jetzt vernünftig angezogen haben, können wir nun auch den neuen Deckel drauf machen. Diesen natürlich vorsichtig draufschlagen, gleichmäßig. Also ganz vorsichtig. Das sieht doch gut aus. Perfekt. Drauf ist das Ding. Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss. Das gleiche werde ich hier drüben machen. Das ist genau das gleiche Spiel. Und hier, wie gesagt, spüre ich ein deutliches Wippen. Ja. Da spürt man es extrem. Ja. Ich würde sagen, unser Twingo ist jetzt soweit bereit. Bereit in dem Sinne. Ach so, genau, wegen den Kommentaren, wegen dem Luftfilter. Das kleine Ding da, der offene Luftfilter, das machen wir natürlich weg. Übrigens, ihr habt gesehen, hier vorne, sieht man das, da haben die den Schlauch, den offiziellen Schlauch, haben sie da unten einfach hingepackt, wie die Amateure hier. Hä? Naja, gut. Gut, ja, und dann können wir das Ding, vielleicht morgen schon, boah, die Woche soll es 30 Grad werden, dann können wir das Ding nämlich morgen schon mal ein bisschen Vordermann bringen, polieren und sowas. Hier mal so ein paar Sachen, das kriegt man, glaube ich, noch weg.
Ja, das kriegt man noch weg mit Politur und alles. Hier. Na gut, da ist es natürlich schon Rost. Irgendwas hat er hier geschraubt, keine Ahnung. Und dann freue ich mich drauf, dass wir das Auto Björn übergeben können. Dann machen wir mal so ein kleines Special. Ja, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Prösterchen. Ich bin erstmal hier fertig. Und ja, danke nochmal für die ganze Unterstützung. Und würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Euer Mr. Duit. Bis